hast du doch gemacht. Ja, es ist dein Name. Marc, wir müssen noch die Tischordnung fertig machen. Gleich. Später. Onkel Hubertus sollte neben meiner hübschen Cousine sitzen. Die lenkt ihn von seinen Geschäften ab. Wie hübsch ist denn diese Cousine? Die hat obenrum ganz schönes Übergewicht. Nicht so wie ich, die ist viel hübscher. Hm. So, ich glaube, wir sind jetzt fertig. Nein, wir haben jemanden vergessen. Wen? Katrin Paulke. Wer hat Katrin auf die Liste gesetzt? Dein Vater vielleicht. Aber wieso? Du weißt doch, er mag mich nicht besonders. Ach, das ist doch nicht wahr. Er hat nur immer schon einen Narren an Katrin gefressen. Du hast es wirklich gemacht? Da habe ich dir doch versprochen. Ich habe seit 2 Tagen keine Zigarette mehr angehört. War sehr unangenehm, diese Akupunktur. Du bist mein Held. Willst du, dass Katrin kommt? Nein. Die Scheidung ist fast durch. Der Gerichtstermin steht. Was soll sie bei meiner Hochzeit? Überlegt, wie ich dich innerhalb von 5 Minuten dazu kriege, mit mir was zu trinken. 3:36. Hallo Katrin, wie wär's mit... Ich muss arbeiten. Und morgen? Übermorgen kann ich nicht. Bla bla bla. Beauftragen wir Ihr Büro mit der Übersetzung unseres deutsch-französischen Geschäftsmeetings. Die Summe? Ja! Den fetten Job hatten wir noch nie, die haben es akzeptiert. Was wolltest du eigentlich bei Viktor? Ach, wieder einer seiner Tricks. Diesmal wollte er mit mir Campari trinken. Warum fragt er mich nicht mal? Ich liebe Campari. Ich überlasse ihn dir sehr gerne. Ich fürchte, den Unterschied wird er merken. Ich will nichts von ihm. Das hast du beim reichen Anwalt damals auch gesagt. Der hat beim Autofahren immer in der Nase gepopelt. Mein einziger Trost ist, du wirst auch nicht jünger. Danke, das kannst du mir mal in 10 Jahren wieder sagen. Mutter, um Gottes Willen, ich weiß. Weiß steht dir. Hat dir schon immer gestanden, schon beim Abschlussabend deiner Klavierschule. Da war ich 7. Kein Bräutigam hat jemals weiß getragen. Doch. Gary Cooper in Shanghai Express. Aber er ist nicht Gary Cooper. Siehst du, er sagt's auch. Hallo, Papa. Wann hat dein Vater jemals etwas von Mode verstanden? Oh Gott! Was ist denn jetzt schon wieder? Lass mich, ich muss mich beeilen.
meine Herren. Das können Sie gleich wieder mitnehmen. Ich hatte rosa Hibiskus bestellt, keinen weißen. Und was bringen Sie? Sie bringen weißen. Ich habe rosa gesagt, rosa. Und was ist denn das? Die Blüten sind ja schon aufgegangen. Erst zur Hochzeit sollten sie blühen. Das ist doch unmöglich. Sehen Sie doch selbst, ist ja alles schon aufgegangen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe aus oder ich bringe Sie heute noch um. Habe ich doch aber angesagt. Das ist ja furchtbar. Nehmen Sie das wieder mit. Hast du Katrin auf die Gästeliste gesetzt? Papa, ich finde es ja nett, dass du Katrin noch so gern hast. Aber jetzt ist Sandra da. Es kränkt sie, dass du sie nicht annimmst. Du weißt eben nicht, was gut für dich ist. Oh doch. Ich liebe Sandra. Glaubst du, man kann die Einladung noch rückgängig machen? Also das ist doch unglaublich! Der Hibiskus? Nein, die haben eben die Streichhölzer für die Hochzeit gebracht. Unser Name ist falsch geschrieben. Guck mal, Mark und Sandra Paulge. Paulge. Paulge mit G und nicht mit K. Ja, wo sind wir denn? Verlang doch einen Preisnachlass. Ich denke nicht daran, meinen einzigen Sohn unter falschem Namen heiraten zu lassen. Herbert, Herbert, nun lass doch mal die Hunde und zieh hier die Schachtel an. Schau mal, was da steht. Also ich erkläre Ihnen das dann nochmal. Ja. Ob Sie mir das bitte mal geben? Hm. Für die Nießbrauchsvereinbarung. Bitte? Für die Nießbrauchsvereinbarung. Hm. Der von Ihnen angestrebten Renovierung. Hm. Sie wollen ja renovieren. Ja. Erwerben Sie das Recht der befristeten, kostenfreien Nutzung. Hm. Ja? Hm? Das bedeutet... Augenblick. Ein anderer wichtiger Fall. Entschuldigung, die Störung. Wir müssen das jetzt entscheiden. Wegen der Gravur. Welchen nehmen wir denn? Den. Den tragen wir in 20 Jahren auch noch gerne. Aber der andere ist irgendwie hip. Ja, eben. Dafür ist mir die Sache wirklich viel zu wichtig. Vertrau mir. Kurz gesagt, Sie bezahlen die Renovierung, dafür verzichtet die Hausverwaltung auf die Erhöhung Ihrer Miete. Jetzt, wo wir den Job in der Tasche haben, könnten wir unseren Kurzurlaub planen. So Sylt oder Singapur oder... Oder Philippsthal. Anders. Oder Java oder... Paris. Oder Avignon. Oder wir bleiben einfach zu Hause und machen einen Fass auf. Ich habe immer nur Rechnungen. Rechnungen und Werbung. Dieser miese kleine Taktiker. Ja. Am 25. haben wir unsere Scheidung und 8 Tage später segelt er schon wieder in den Hafen der Ehe. Und was kümmert dich das? Mich ärgert einfach das Prinzip. Boah. Ist die aber hübsch. Findest du? Warte mal. Ich kann dir genau sagen, wie die ist. Gebildet, aber nicht zu schlau für Mark. Häuslich, trotzdem verdient sie ihre eigene Kohle. Eine, mit der er angeben kann, die ihn aber nicht überfordert. Mensch, der wird doch nicht so doof sein, sich noch mal so eine Nervensäge zu angeln wie dich. Vielen Dank. Das ist unser zukünftiger Partner, Jacques Garbet. Franzose, 45, dreimal geschieden, Wohnort Monte Carlo. Es hält sich das Gerücht, er hätte mal eine Affäre mit der jüngeren Prinzessin gehabt. Ein Bon Vivant und Hasardeur, den sollten Sie nicht unterschätzen. Frau Holbein, haben Sie diese Fotos zusammengestellt? Es gab leider keine anderen. Unerhört. Auch als Franzose kann man sich doch ein wenig mäßigen. Mama. Ich will diesen Deal. Aber auf Garbet müssen wir aufpassen. Er wird jeden Trick anwenden, um seinen Vorteil zu nützen. Ich habe auch meine Tricks. Mir wäre wohler, wenn Sie Ihre Verhandlungsstrategie auf verlässlicheren Faktoren aufbauen. Ich verstehe. Von Ihrem Geschick hängt für die Firma viel ab. So, ich denke, das wär's. Ach, Herr Paulke! Zum Auftakt der Gespräche findet bei uns ein kleiner Empfang statt. Bei der Gelegenheit würde ich gerne einmal Ihre Frau kennenlernen. Meine Frau? Ich kenne die Gattin all meiner engen Mitarbeiter. Sie kommt sicher gern. Schön. Marc, ich baue auf Sie. Enttäuschen Sie mich nicht. Ich bin auf alles vorbereitet. Auch darauf, Juniorpartner zu werden?
un agua del río. Ay, caliente, la noche. Haben Sie mich gerufen? Nein, ist alles in Ordnung. Stollmann und Partner. Stollmann und Paulke. Stollmann und Paulke. Paulke und Stollmann. Ja? Dr. Stolber möchte Sie noch einmal sehen. In seinem Büro. Oh, was gibt's denn noch? Die Dolmetscher sind da. Ich bin in 10 Minuten wieder zurück. Herr Paulke. Danke. Der Chef wartet. Verstehe. Halt, halt. Heute noch? Morgen. Genau. Ja, unbedingt. Ja, ja, verstehe. Hier? So, dann können wir. Darf ich vorstellen? Unser Verhandlungsleiter, Herr Paulke. Und das sind die beiden Damen vom Übersetzungsbüro. Weber, Frau Weber und Frau, Paulke, Katrin Paulke. Paulke? Ja, wie? Sind Sie beide verwandt? Verwandt nicht direkt, wir wollten gerade... Katrin ist meine Frau. Hallo, Schatz. Sie beide sind verheiratet? Ja, jetzt lernen Sie meine Frau früher kennen als erwartet. Wie außerordentlich angenehm. Willkommen bei Stollwank und Partner. Da kann ich Sie ja gleich sich selbst überlassen. Wenn meine Frau den Job will. Natürlich. Eben. Warum sollte sie nicht? Ich könnte krank werden. Das zieht nicht. Oder dringend verreisen. Hast du nicht gesehen, wie begeistert er war? Das wollte er mir persönlich übernehmen. Ja, aber was machst du denn eigentlich hier? Ich arbeite hier. Ja, ich auch. Seit einem Jahr. Sag mal, warum musstest du eigentlich sagen, dass wir verheiratet sind? Das stimmt. Ja, noch eine Woche. Du kennst Stolber nicht. Scheidung passt nicht in sein Weltbild. Wir werden ja verwandt sein können. Das hätte ich sagen sollen, dass du eine Verwandte bist. Das. Nee, das wäre doch schäbig gewesen. Weißt du was? Irgendwie rührt mich das. Auch wenn es nur feige war. Danke. Bitte. So. Und jetzt, großer Stratege. Für Stolbern sind wir verheiratet. Ja, bis dass der Tod uns scheidet. Also, wie ich das sehe, müssen wir da durch. Okay. Er wird wohl nicht verlangen, dass wir unsere Ehe vor seinen Augen vollziehen. Willst du noch ein Aspirin? Über eine Vollnarkose. Hallo. Na? Nachher beim Empfang seid ihr aber fit, oder? Was hast du denn deinem Chef erzählt, was du heute Vormittag so machst, ha? Du weißt gar nicht, dass ich weg bin. Paulke gegen Paulke? Oh, Sie können reinkommen. Hey. Viel Glück. Die Parteien haben Einigkeit über die Scheidungsfolgen erzielt. Sie haben bereits vor längerer Zeit einen entsprechenden Scheidungsfolgenvergleich abgeschlossen, der von beiden Parteien unterzeichnet im Original beigefügt wird. Möchten Sie dem Gericht die Gründe für Ihren Trennungswunsch erläutern? Die Parteien haben hinsichtlich der Scheidung auf Tatbestand und Entscheidungsgründe verzichtet, in Klammern § 313 StPO. Beide sind übereinstimmend der Meinung, dass Ihre Ehe gescheitert ist. Dann kommen wir zur abschließenden Frage. Herr Paulke, stimmen Sie der Scheidung zu? Ja. Frau Paulke, stimmen Sie der Scheidung zu? Frau Paulke?
drehen. Nein. Sag, wenn Sie sich einig sind, setzt Sie einen neuen Termin an. Aber nicht vor 2 Monaten. Ich verstehe das einfach nicht. Du steckst eure Trennung weg wie ein Zahnarztbesuch und jetzt packt dich die große Reue. Das ist keine Reue, das ist mein Brummschädel. Mag kann deinetwegen nicht heiraten. Das ist das, was du willst. Nein! Liebst du ihn noch? Nein. Dann biege ich hier links ab und bringe ich in die geschlossene Anstalt. Mensch, das war eine Kurzschlusshandlung und Versehen. Eigentlich wollte ich ja sagen und auf einmal ist Nein rausgekommen. Mensch, pass auf! Zehn Minuten höchstens. Sagen Sie ihm. Dankeschön. Ihnen fällt schon was ein. Sie ist ja sehr schlank. Hallo. Nein! Du darfst hier nicht rein. Oh, das bringt Unglück. Sie sagen es. Was ist denn los? Katrin hat Nein gesagt. Nein? Worauf kann sie Nein sagen? Sie stimmt der Scheidung nicht zu. Aber wieso? Was will sie noch? Ärger machen. Das will sie immer. Mutter. Ach, ist doch wahr. Es war sicher nur eine Kurzschlussreaktion. Der Anwalt sagt, wir kriegen bald einen neuen Termin. Und wann soll das sein? Haben Sie vielleicht ein Glas Wasser? Nun sag doch was, Kind. So wie die Dinge stehen, nicht vor 2 Monaten. Ja. Aber die Hochzeit? Die muss, so wie es aussieht, vorläufig ausfallen. Ja, dann werde ich mal wieder. Ich bin sowieso schon zu spät. Ich wollte euch nur Bescheid sagen. Weißt du, was das bedeutet? Ich muss jede Bestellung rückgängig machen. Die Blumen, das Buffet, den Zauberer für die Mitternachtseinlage. Oh, und die Gäste. Oh Gott, wie soll ich all die Leute in der kurzen Zeit wieder ausladen? Ich bin genauso enttäuscht wie du. Warum tut sie das? Das weiß man bei Katrin nie. Ich liebe dich. Haben Sie Mottenkugeln? Wir werden das Kleid nicht so bald brauchen. Wir machen weiter. Ich kann ihm jetzt nicht in die Augen schauen. Wir haben ja einen Job zu erledigen. Sei ein cooler Profi und komm. Nee, geh du schon mal, ich komme gleich. Schlaf mir aber nicht ein auf dem Klo. Oh. Sie wollen dort hinein? Entschuldigung. Pardon, Sie müssen dort, ich zeige Ihnen. Ach. Sie gehören hoffentlich nicht zum deutschen Team. Wieso? Na, weil wäre es schwerer, wenn werden wir verhandeln, wenn so hübsche Frauen uns gegenüber sitzen. Ich bin nur eine der Übersetzerinnen. Aber noch schlimmer, Sie können nehmen meine Worte in den Mund und drehen sie dort einfach herum. Monsieur Garbé, si vous voulez au commande, maintenant. Oui. Ah, sehr schön. Da können wir
Meine Damen und Herren, ich möchte unsere französischen Gäste in aller Form willkommen heißen. Mesdames et Messieurs, je permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos amis français en bonne et due forme. Besonders Monsieur Jacques Garbet, den Verhandlungsführer von Sintranet France. Particulièrement à Monsieur Jacques Garbet, le négociateur principal de Sintranet France. Eine Geschäftsbeziehung ist wie eine gute Ehe. Vertrauen, Treue, aber auch Zweckmäßigkeit sind ihre Säulen. Une relation commerciale est comme un bon mariage. Confiance, fidélité, mais aussi utilité sont les piliers sur lesquels elle repose. Dann kommt die Liebe ganz von selbst. Et l'amour viendra automatiquement. Das ist eine Katastrophe. Später. Zwei Monate müssen wir mindestens warten bis zum nächsten Termin. Sie haben ja gar nichts mehr zu trinken, ne? Monsieur Garbet. Monsieur? Ah, je vous en prie, hein? Sie kommen aus Monaco, nicht wahr? Ja, doch, da habe ich mein Haus. Aber ist Garbet nicht ein typisch provençalischer Mann? Ja, Sie haben mich durchschaut, hein? Geboren bin ich in Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, oh, wie schön, da war ich schon dreimal. Warum sind wir uns nie begegnet? Wir hätten zusammen im Fluss schwimmen können und auch von den Klippen springen. So was machen Sie? Oui. Aber nur, wenn Mädchen in der Nähe sind. Ich habe eine schreckliche, Höhenangst. Höhenangst. Noch was zu trinken? Danke. Haben Sie Familie in Aix? Non, aber ich habe drei Töchter. Aha. Wie alt sind die? Passen Sie auf Monsieur Garbet auf, Marc. Sie kennen ja seinen. Danke. Haben Sie schon einmal Hummer Provençal gegessen? Nein. Ich bereite ihn nach dem Rezept meiner Mutter. Aha, Sie kochen selbst. Wenn die Zeit es erlaubt, mit Leidenschaft. Was halten Sie davon, wenn ich ein Hummer-Diner für uns beide zaubere? Gleich in den nächsten Tagen? Das ist eine großartige Idee, Monsieur Garbet. Eine französische Dinnerparty. Ich möchte mich natürlich nicht aufdrängen. Aber im Gegenteil. Haben Sie gehört, Marc? Das ist die Gelegenheit, uns endlich einmal Ihre Wohnung zu zeigen. Meine Wohnung? Seine Wohnung? Warum? Ja, haben Sie sich da noch gar nicht bekannt gemacht? Monsieur Garbet, darf ich vorstellen, das ist Katrin Paulke. Gratulation. Cin. Cin. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Das war nicht meine Idee, bedanke dich bei deinem Chef. Ach, du hast es doch geradezu herausgefordert. Oh, Monsieur Garbet, ist das hier ein typisch provençalischer Name? Du warst schon mal witziger. Der ist nicht nach Scherzen zumute! Heute Morgen lässt du meine Hochzeit platzen und jetzt bringst du auch noch meinen Job in Gefahr. Willst du mich ruinieren? Ja? Ach, hier stecken Sie. Wir besprechen gerade die Organisation der Dinnerparty. Dr. Meissner und seine Gattin wollen übrigens auch kommen. Ist das ein Problem für Sie? Nein, überhaupt nicht. Oder, Schatz? Nein, wir lieben es, Gäste zu haben. Schön. Sie beide machen das wirklich großartig. Danke. Und lassen Sie Monsieur Garbet nicht allzu lange allein. Großartig. Herzlichen Dank. Das hast du dir alles selbst zu verdanken. Hab ich vorhin bei Gericht Nein gesagt? Mensch, das war ein Blackout. Nein! Weißt du, was ich glaube? Du willst es einfach nicht wahrhaben, dass unsere Ehe gescheitert ist. Aber das ist sie. Die Gäste waren. Und ich weiß jetzt auch wieder, warum. Ständig bringst du einen in solche Situationen. Wie ich das hasse. Dieses peinliche Improvisieren und Rumlavieren und immer neue Katastrophen abzuwehren. Für Verhandlungen. Vorhin war doch dieser Empfang. Ach ja. Wie lieb's? Stolwang hat seine übliche Rede gehalten, dann standen alle ein bisschen rum. Haben Smalltalk gemacht.
Auf Französisch, du? Wir haben ja zum Glück Dolmetscher dabei. Ich muss noch arbeiten. Ich habe dir noch gar nicht erzählt, wer die sind. Die Dolmetscher, meine ich. Mhm. Ich wusste nichts davon. Die Hulweiner hat das organisiert. Ach, bitte. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht. Es ist witzig. Es sind nämlich Lulu und Katrin. Wie bitte? Ich hatte wirklich keine Ahnung. Es war reiner Zufall. Seit wann weißt du das? Seit ein paar Tagen. Was läuft da, Marc? Nichts! Das hat wirklich überhaupt nichts zu bedeuten. Warum hast du es mir dann nicht erzählt? Weil ich Angst hatte, dass du das falsch verstehst. Verschweigst du mir noch was? Nein. Marc, bitte sei ehrlich. Liebst du Katrin noch? Was? Du hast mich genau verstanden. Nein! Ich schwör's dir auf die Heilige Bibel oder auf was auch immer. Dann such dir andere Dolmetscher. Mit welcher Begründung? Ihr lasst euch gerade scheiden. Das versteht doch wohl jeder. Das geht nicht. Damit mache ich mich in der Firma lächerlich. Was tust du denn da? Ich schlafe lieber bei mir. Sandra. Bitte, dreh doch nicht gleich durch. Ich dreh doch gar nicht durch. Das war vielleicht heute alles ein bisschen viel für dich, aber was glaubst du, wie es mir geht? Sie ist deine Frau. Ex-Frau. Ja, und dabei wird es auch bleiben. Du hast doch überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Okay, ich hätte es dir früher sagen müssen. Aber ist es ein Grund, gleich Amok zu laufen? Also, entschuldige. Nimm ab. Bitte. Sonst singe ich. Okay, du hast es nicht alles geholt. My life is like a sunny day. I'm walking around, got no cloud on my way. My soul looks like the sky is all bright and blue. Hallo? Du singst grauenvoll. Das ist ja der Trick dabei. Wie geht's dir? Lass uns morgen nochmal telefonieren. Im Moment bin ich noch zu wütend. Ich habe also eine Chance? Okay, ich habe keine Chance, aber wir telefonieren morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Bitte, Mama, ich sitze den ganzen Tag in den Verhandlungen. Ich kann überhaupt nichts vorbereiten. Dann muss sich eben Katrin darum kümmern. Ist dir eigentlich klar, was du Sandra damit antust? Deshalb darf sie es auch auf keinen Fall erfahren. Das ist unglaublich. Bei diesem falschen Spiel werde ich dir nicht beistehen. Niemals! Kann ich nicht diese Besorgungen machen? Jetzt fällst du mir auch noch in den Rücken. Kommt gar nicht in Frage. Könnten wir die Strafpredigt abkürzen und gleich zum Krisenmanagement übergehen? Ich muss in einer halben Stunde im Büro sein. Und ich bei meiner Massage. Ende der Diskussion. Na gut, dann muss ich das Essen eben absagen. Meine Beförderung kann ich damit vergessen. Aber was soll's. Macht's gut. Ja, hilf ihm doch. Ja, verflixt doch mal. Marc! Ich muss los. Gib mir schon deinen Wohnungsschlüssel. Danke, Mama. Du bist die Beste.
Da steht alles drauf, was wir brauchen. So viel? Mama. Hm. Ach du. Aber wer garantiert mir, dass ich ein Produkt, das in Metz gebaut wird? Ja. Katrin. Ja, so muss man. Okay. In Deutschland verkaufen kann. Hier ist der Markt dafür. Wir haben alle Zulieferfirmen in Metz, also muss auch dort produziert werden. Aber die Technik kommt aus Deutschland. Da müssen wir die Kontrolle behalten. Dafür können Sie gern das Design entwickeln. Ausgeschlossen. Bevor ich das von Ihnen nicht garantiert kriege, kommen wir auch in den anderen Punkten nicht weiter. Würdest du das bitte übersetzen? J'attends un fax. Ich erwarte einen Fax aus Paris. Wie wär's mit einer kleinen Unterbrechung? Einverstanden? Ja. Bon. Kein Kompromiss bei der Technik. Das habe ich ihm klar gemacht. Gut. Bleiben Sie hart. Der ist ja schlimmer als alle Franzosen-Klischees. Sie sollten Ihre Frau nicht aus den Augen lassen. Hallo, Mama. Ihr kommt spät. Die Verhandlungen haben länger gedauert. Hallo, Katrin. Lange nicht gesehen. Hallo, wie geht's? Heutwegen musste ich meinen Massagetermin ausfallen lassen. Ja. Wann kommt denn dieser Franzose? Müsste jeden Moment da sein. Danke. Ach, Marc, bitte nicht auf den Tisch. Hallo? Was ist los? Wolltest du mich nicht anrufen? Sandra, Augenblick mal. Marc? Marc? Zeig du doch Katrin schon mal die Wohnung. Sie muss sich nachher hier auskennen. Wie komme ich dazu? Das mach ich schon selber. Nein, nein, ich komme mit. Komm mit. So, jetzt können wir reden. Wer ist denn da bei dir? Nur meine Sekretärin. Das Badezimmer. Wie war denn deine Verhandlung? Wir haben gewonnen. Was hast du denn? Du klingst so gestört. Überhaupt nicht. Schatz, ich bin nur total im Stress. Ein Ankleidezimmer. Das Schlafzimmer. So, das war's. Vielen Dank. Soll ich dich nachher ein bisschen verwöhnen? Du meinst heute Abend? Das ist schlecht. Aha. Du weißt doch, wir haben gerade diese Verhandlung mit den Franzosen. Ist Katrin auch dabei? Also ich dachte, das hätten wir geklärt. Geklärt? Wir haben überhaupt nichts geklärt. Ich habe dir noch nicht gesagt, dass ich dir verziehen habe. Außerdem hast du nicht angerufen. Sandra, bitte nicht jetzt. Todesatmen. Führe meinen Mausebär in Liebe, dein Marc. Wie wär's denn mit dem neuen Kosenamen? Mach dir keine Hoffnungen. Hoffnungen? Marc ist vielleicht so naiv, nicht zu merken, was hier gespielt wird. Aber mich kannst du nicht täuschen. Sollten wir nicht in die Küche? Nach dieser Komödie hier wirst du aus unserem Leben verschwinden. Und zwar endgültig. Du warst nie die Richtige für ihn. Ich wusste das vom ersten Moment. Was? Das war der Fahrstuhl. Ich stehe ja gerade am Fahrstuhl. Marc, wir müssen reden, und zwar ernsthaft. Machen wir. Morgen, okay? Morgen Abend, ja? Seitdem Katrin wieder aufgetaucht ist, bist du plötzlich ganz anders. Das bildest du dir ein. Nein. Ja. Nein. Bonsoir. Voilà, der Hummer. Vielen Dank. Bitte? Merci. Was denn? Nein. Einen Teller? Einen Teller? Merci. Und jetzt brauche ich einen großen Topf. Einen großen Topf? Ja. Den größten, den Sie haben.
Kennen Sie einen großen Topf? Ja, deutsche Familien sind eben kleiner. Oh, c'est délicieux. Aus meiner Heimat. Der beste Senf der Welt. Ist wirklich köstlich. Monsieur Gabé, herzlich willkommen. Ich musste leider noch ein wichtiges Telefonat erledigen. Kein Problem, ne? Ihre Frau hat mir schon mal die Küche gezeigt. Brauchen Sie sonst noch irgendwas? Im Moment nicht. Merci, ne? Ja, ja. Ja, dann mache ich mich mal beim Tischdecken nützlich. Sandra. Willst du mich nicht reinbitten? Feiert ihr schon? Sandra, ich werde nie wieder irgendwas von dir verlangen, aber heute Abend musst du mir helfen. Katrin ist meine Frau. Bitte. Ich will dir gern widersprechen, aber selten habe ich aus deinem Mund so wahre Worte gehört. Was soll ich denn jetzt machen? Nichts. Nichts. Nein, das Spiel läuft ohne dich. Ich fühle mich, als wäre ich bei Gewitter an einen Blitzableiter gefesselt. Selbst wenn die Wettergöttinnen noch ein Ansehen haben, musst du trotzdem eine Entscheidung treffen. Worüber? Ich dachte, diese Stufe der Erkenntnis hast du schon erreicht. Gefühlen hat das überhaupt nichts zu tun. Und wie stellst du das jetzt vor? Soll ich mich jedes Mal verstecken, wenn jemand aus deiner Firma auftaucht? Ich sage Stolpern die Wahrheit. Versprochen. Aber bitte nicht jetzt. Nicht bevor die Verhandlungen vorbei sind. Schon gut. Schon gut. Mach's nicht kaputt, Marc. Ich will ja nicht sagen, dass ich es habe kommen sehen. Aber ich hab's kommen sehen. Was vorbei ist, ist vorbei. Sagte der kleine Hamster und drehte eine weitere Runde im Laufrad. Was ist, wenn ich mir das alles nur einbilde? Unsinn. Wenn Gabi dich weiter so anbaggert, dann fordert Marc ihn bald zum Duell. Heißt das, es geht ihm wie mir? Marc weiß gar nicht, wie es ihm geht. Er kapiert nicht, was im Augenblick passiert. Er klammert sich an das Bild, was er von seiner Zukunft entworfen hat. Und da bröckelt im Augenblick überall die Farbe ab. Angenommen, ich wäre zu einem Neuanfang bereit. Rein hypothetisch. Glaubst du, er würde Sandra aufgeben? Keine Ahnung. Das Herz ist ein sehr elastischer kleiner Muskel. Was soll ich denn bloß machen? Genieß es doch einfach. Telefonieren ist feige, dachte ich. Ein Brief zu formell. Einfach hingehen, das schien mir die beste Lösung. Sind Sie wieder als Marks Cousine da? Ich bin's nicht gewohnt, Rollen zu spielen. Sie scheinbar schon.
Ich kann Rolle und Realität sehr gut auseinanderhalten. Marc auch? Das haben Sie ihn doch bestimmt schon selbst gefragt. Ich liebe Marc. Aber ich bin auch Juristin. Und ich glaube an die Kraft von unmissverständlichen Abmachungen. Haben Sie den Zweifel, dass Marc seinen Teil der Abmachung erfüllen wird? Ich hatte keine, bevor Sie aufgetaucht sind. Der nächste Scheidungstermin steht fest. Werden Sie denn sind jetzt... Sind Sie deswegen gekommen? Wie lange werden die Verhandlungen noch dauern? Wir stehen kurz vorm Durchbruch. Wir? Marc. Er macht seine Sache sehr gut. Sie auch. Ja, wir waren ein tolles Team. So, bleibt nur die eine entscheidende Frage. Wo wird die Technik entwickelt? In Deutschland? Das macht Felix den Produktionsablauf einfacher. Das ist ein Glückwunsch. Und ich werde es genießen, öfter hier zu sein. Damit steht der Vertragsunterzeichnung nichts mehr im Wege. Ich bedanke mich bei Monsieur Garbet und bei meinem neuen Juniorpartner, Herrn Marc Polke. Bravo. Wissen Sie, Marc, Gott muss eine Frau sein. Wahrscheinlich. Alles Schöne in meinem Leben habe ich durch meine Frau erfahren. Die Frauen, Marc, die halten uns am Laufen. Darum können Sie sich gar nicht glücklich genug schätzen, eine Frau wie Katrin zu haben. Herr Stolpern, ich muss Ihnen etwas sagen. Ihre Katrin ist ein Mensch. Da, hören Sie? Ja. Das ist die Stimme Gottes. Mon Dieu, wie ich dieses Lachen liebe. Katrin, sag noch ein Wort und ich reise morgen noch in die Stadt. Monsieur Garbet, ich bin verheiratet. Für wie dumm hältst du mich eigentlich? Pardon? Ist das eine typisch deutsche Ehe? Du kanntest dich doch in der Wohnung von deinem Marc überhaupt nicht aus. Also gut. Du hast die ganze Wahrheit verdient. Einmal, Marc, das habe ich noch niemandem erzählt. Einmal hatte sich meine Frau in einen anderen Mann verliebt. Diese Monate waren die schlimmsten meines Lebens. Die Angst, der Zweifel. Lassen Sie es mit Katrin nie so weit kommen. Das Problem ist, ich habe ein Versprechen gegeben. Es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Meine Frau wäre zutiefst verletzt. Wir haben schon so viele Pläne gemacht. Wovon reden Sie überhaupt? Nicht so wichtig. Auf diesen Tag. Und auf Ihren Erfolg. Nein. Sag erst noch mal deinen Satz. Die süßesten Früchte fressen nur die größten Türen. Lektion bestanden. Das heißt also, du bist frei, ja? Nicht ganz. Der Scheidungstermin wird Katrin, wir können uns zusammen in ein Flugzeug setzen und nach Rom fliegen. Was hältst du davon? In Rom habe ich zu viele Erinnerungen. Na, dann zeige ich dir Monte Carlo. Klingt sehr verlockend. Katrin, ich empfinde sehr viel für dich. Jacques, es wäre bestimmt sehr schön mit dir. Aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es tut mir leid.
Entschuldigen Sie mich. Entschuldigung. Schatz, ich fahre jetzt. Kommst du mit? Du siehst müde aus. Ja, ich muss jetzt ins Bett. Am Morgen, dann möchte ich mich verabschieden. Moin. Au revoir, Madame. Au revoir, Monsieur. Bien, bien. Monsieur Polke? Au revoir. Et merci. Was hast du da? Gerbeis Adresse. Rufst du ihn an? Ja, bestimmt, wenn ich mal in Frankreich bin. Findest du den Kerl wirklich attraktiv? Das kann dir doch egal sein. Ist es auch. Ich frag nur. Nur so aus Interesse. Es ist dir egal, aber du fragst nur so aus Interesse. Was denn jetzt? Vergiss es. Früher hast du mir doch immer vorgeworfen, dass meine Träume so gewöhnlich sind. Ja, hab ich das? Dass ich Kinder wollte zum Beispiel. Ich hab nie gesagt, dass das gewöhnlich ist. Ich fand nur, wir sollten damit noch warten. Wie ist es eigentlich mit Sandra? Kinder? Kein Interesse vorläufig. Sie will erstmal Staatsanwältin werden. Ihr macht bestimmt einen Ehevertrag, oder? Warum habe ich immer das Gefühl, dass ich mich dir gegenüber rechtfertigen muss? Was erwartest du eigentlich von mir? Dieses Gespräch ist völlig sinnlos. Ich habe nicht damit angefangen. Schön hier. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Du hast doch gesagt, ich soll aussteigen. Ja, aber nicht mehr hinterherlaufen. Ja, Entschuldigung. Ja, auch grundverschieden. Judith war meine Musterschülerin. Immer ordentlich, immer korrekt. Dann hätte ich mir eher sie vorgestellt. Ja, tut mir leid, die Besprechung. Nein, 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 nein. Was? Das ist so schäbig. So gewöhnlich. Meinst du? Weißt du, wie sich das für einen Außenstehenden ansehen muss? Wir beide in diesem Moment? Ich sitze hier und warte und du kommst nach Hause und erklärst mir, warum es so spät geworden ist. Es ist nicht so eine Szene. Ist dir klar, was gestern für ein Tag war? Nein. Besser gewesen wäre unser Hochzeitstag. Natürlich. Und dies wäre unsere Hochzeitsnacht. Und was machen wir stattdessen? Wir streiten. Ich will nicht streiten. Wir können es auch lassen. Was? Die Hochzeit. Willst du nicht mehr? Willst du denn noch? Natürlich. Ich liebe dich. Dann will ich auch. Ja.
Abend. Na, wie geht's? Gut. Was ist denn das? Ich dachte, wir sollen heute einen Tisch machen. In jeder Hinsicht. Dass du die ein Jahr lang mich vermisst hast. Weißt ja, ich und Kochen. Ja, wir wissen doch beide, was das letzte Mal war, oder? Erklär's mir. Jetzt ist Gott sei Dank alles ausgestanden. Schluss mit den Lügen und mit dem Versteckspiel. Und dann geht's ab in die Flitterwochen. Ja. Wenn du uns bei der Scheidung nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machst. Keine Sorge. Katrin. Nochmals vielen Dank. Wir waren ein tolles Team. Waren wir das? Bei den Verhandlungen, meine ich. Sandra, warte. Wir haben noch 1000 Besorgungen zu machen. Du weißt schon, die Hochzeit. Beim letzten Mal gab es einige Unstimmigkeiten. Sind die jetzt ausgeräumt? Gut, dann wollen wir das diesmal auch zu einem Ende bringen. Ich frage also, ob Sie übereinstimmend der Meinung sind, dass Ihre Ehe gescheitert ist und Sie voneinander geschieden werden wollen. Fangen wir doch diesmal bei Frau Paulke an. Ja. Herr Paulke? Natürlich, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch euch. Alles in Ordnung. Schau mal, was ich da oben für dich gefunden habe. Ist das nicht totschick? Mutter, nein. Dahin bitte, ja? Nein, links weiter. Bitte mehr links. Hallo, Frau Paulke. Frau Paulke. Ja? Fleischhäuser. Ah, ja. Eine Unterschrift, bitte. Nee, erst muss ich das mal sehen. Mark und Sandra Paulke. Na also. Herbert, schau mal. Jetzt stimmt es. Küche. Sie geht der Köchin auf die Nerven. Ich werde Sie ablenken. Elisabeth? Ich gehe vor dem Essen schnell mit den Hunden. Aha. Und du kommst mit. Morgen ist es also soweit. Ja. Du bist sicher auch froh, dass der Trubel vorbei ist. Ich frage mich, ob du froh bist. Wie kommst du darauf? Natürlich. Du weißt, ich habe Katrin sehr gern. Papa? Das ist vorbei. Außerdem ist sie wahrscheinlich schon längst auf dem Weg nach Südfrankreich. Dieser Monsieur Scharnbolzen scheint sie ganz schön eingewickelt zu haben. Sag mal, wie naiv bist du eigentlich? Wieso? Da arbeitest du mit Katrin Seite an Seite und bemerkst nicht, dass sie dich immer noch liebt. Und du sie auch. Und was ist mit meinen Gefühlen für Sandra? Sie hat sich in dem ganzen Wahnsinn wunderbar verhalten.
Eine Beziehung ist keine Lohnabrechnung, mein Sohn. Sie soll etwas sein, wo jeder den anderen toleriert. Würdest du sagen, bei Mama und bei dir ist das der Fall? Ich liebe Elisabeth immer noch. Mal abgesehen von den Momenten, wo ich sie umbringen möchte. Aber wenn es zu schlimm wird, dann denke ich an die Elisabeth, die ich damals kennengelernt habe. Sie war ein tolles, wildes Mädchen, das mir beigebracht hat, was Lebenslust bedeutet. Und ich werde das nie vergessen. Weißt du eigentlich, was du mir da sagst, Papa? Ach, Herbert, machst du mir bitte mal die Kette zu? Die Leute werden denken, du bist die Braut. Schmeichler. Ach, Liebling, machst du noch ein Foto von Marc, bevor wir losfahren? Ja? Nee. Ja! Ja! Nee. Ja! 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 Marc? Ja! Die Blumen sind schon gekommen. Ja. Marc? Nein! Das sind keine Fotos. Das hat ja keinen Sinn. Wie Gary Cooper. Dann geht's los. Radikalkur ist das Einzige, was dir noch hilft, Baby. Erst wenn du ihn mit eigenen Augen heiraten siehst, dann bist du geheilt. Lass mich doch einfach in Ruhe. Stört? Mädels, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Mhm. Mhm, Vitamine. Also, ich steige in die Bahn, eigentlich sitze ich auf dem Fahrrad, verstehst du? Mhm. Was ist denn mit dir los? Ihr Ex heiratet heute. Lulu, das geht niemandem was an. Reiß ihn dir aus dem Herzen, den Kerl. Wann ist denn die Hochzeit? Oh, in 29 Minuten. Na los, lass uns gehen. Lass mich einfach in Ruhe. Bist du bereit? Du? Wenn ich bloß nicht so nervös wäre. Was soll schiefgehen? Liebes Brautpaar, liebe Eltern, liebe Angehörige, liebe Freunde, liebe Gäste. Ich möchte Sie alle herzlich willkommen heißen zu dieser feierlichen Stunde im Leben von Sandra und Marc. Was bedeuten in unserem täglichen Leben schon Worte? Selten sind sie die Mühe wert, die es kostet, sie auszusprechen. Was Sandra und Marc sich gleich sagen werden, ist zwar nur ein einfaches Ja, aber es will genau bedacht und überlegt sein. Es hat Wert und Gewicht. Es ist Hoffnung, Versprechen und inniger Wunsch zugleich.
Es ist eines der bedeutungsvollsten Worte, die man in seinem Leben einem anderen Menschen sagen kann. Darf ich Sie jetzt bitten, sich zu erheben? Ich frage also Sie, Sandra Wulff. Wollen Sie Mark Paulke zu Ihrem Ehemann nehmen? Ja. Mark Paulke, wollen Sie Sandra Wulff zu Ihrer Ehefrau nehmen? Sie dürfen der Braut den Ring gleich überschreifen, aber zuerst müssen Sie meine Frage beantworten. Wie war die nochmal? Wollen Sie Sandra Wulff zu Ihrer Ehefrau nehmen? Nein. Entschuldige. Sandra, jetzt liebst du wieder mich. Du weißt einfach nicht, was du willst. Was denn jetzt? Wollen sie oder wollen sie nicht? Ich will dich. Wir haben es schon mal verpasst. Aber jetzt sind wir geschieden. Da kann doch nichts mehr schief gehen. Ich fahre jetzt. Halt! Hm.